Set-Fans für die Sims 4 aufgepasst. Vor ein paar Tagen wurde nämlich mutmaßlich die Set-Symbole der nächsten kleinen Mini-Packs für die Sims 4 geleakt. Kaum haben die Entwickler am Dienstag ein neues Sims 4 Update veröffentlicht, gibt es weitere News zu kommenden Sets für die Sims 4. So wurde in den Spieledateien vom User Legard Coupre die beiden Icons für die nächsten Sims 4 Sets gefunden, welche ihr hier seht. Diese zeigen einmal eine Erdbeere und einen Brief samt Kaffeetasse. Die passenden Titel wurden bisher leider nicht gefunden. Damit ging die Spekulation auch schon los. Viele Spieler dachten hier an ein Set für den Garten. Neues Essen, neues Gemüse oder ähnliches bei der Erdbeere. Etwas eindeutiger war hier für viele der Brief, welchen man mit Büroklamotten oder auch mit dem eigenen Arbeitszimmer verbinden kann. Aber das war es noch nicht mit den kleinen Leaks. Wie von Sims Community geteilt wurde, lassen sich ebenfalls diese vier neuen Icons in den Spieledateien auffinden, die wohl zu den neuen Sets gehören und immer beim ersten Start der neuen Packs angezeigt werden. Die Symbole der Kaffeetasse passen ebenfalls zu der Büro-Thematik meiner Meinung nach. Bei den Herzen und dem freundschaftlichen Symbol könnte vieles dahinter stecken. Eine spannende Theorie hierzu kommt von einer Simmerin auf Instagram namens Mushilda Sims. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass viele Set-Themen vom Stil extrem an Updates aus The Sims Replay erinnern. Beispielsweise gibt es zum maximalistischen Wohnstil, Industrieloft und Innenhof-Oase-Set das perfekte Pendant im Sims-Spiel fürs Handy. So gibt es nämlich für Sims Freeplay auch ein Update mit Erdbeerthema, welches neue Objekte für die kleineren Sims in pastelligen Farben mit hinzugefügt hat. Könnte das also das Thema des nächsten Sets für die Sims 4 sein? Tatsächlich ist es wirklich möglich, dass die Entwickler es sich hier ein wenig einfach machen wollten und die Ideen der Freeplay-Kollegen einfach ebenfalls mitbenutzt wurden. Genauso könnte es aber auch nur Zufall sein, da die Ideen tatsächlich ja sehr allgemein sind und beide Teams möglicherweise unabhängig voneinander auf ähnliche Ideen gekommen sind. Jetzt hilft nur noch abwarten. Was interpretiert ihr in die Symbole hinein? Könnten die Themen für euch interessant sein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.